Willkommen zum dritten Teil meiner Screencast zu Covid-19 und Sport. Und das ist der wichtigste Teil dieser Serie von den drei Screencasts zum Thema. Die Hauptfrage, die ich hier beantworten werde, ist: Was sind die SARS-CoV-2-Infektionsrisiken beim Sport und wie können diese Risiken minimiert werden? Und das ist für die Übungsleiter, für die Dozierenden, die Klassen mit Studierenden und mit Reha-Sportlern haben enorm wichtig, dass man weiß, wo können die sich eigentlich infizieren und ich mich selbst und wie kann ich diese Risiken effektiv vermeiden. So, das ist eine Übersicht. Die Infektion von Mensch zu Mensch wird seit Dezember 2019 nachgewiesen. Und manche Leute sagen, ja, der Schweiß und dieses und jenes. Aber im Prinzip sind es drei Hauptwege, über die das SARS-CoV-2-Coronavirus von einem Menschen zum anderen gelangen kann. Der erste Punkt sind die Tröpfchen. Wenn wir sprechen, wenn wir husten, wenn wir niesen, wenn wir singen, produzieren wir Tröpfchen. Wahrscheinlich produzieren wir noch mehr Tröpfchen, wenn wir intensiv atmen beim Sport. Gleichzeitig ist der zweite Punkt, der ist sehr ähnlich, das ist das Aerosol. Tröpfchen sind also relativ schwer. Das sind so kleine Spucketröpfchen, die dann aus dem Mund rauskommen oder aus der Nase rauskommen, wenn wir niesen. Und die fallen dann mit der Schwerkraft relativ schnell zu Boden. Das Aerosol ist eine andere Geschichte. Und da wird sich immer noch gestritten, wie wichtig das ist bei der Übertragung von SARS-CoV-2. Das Aerosol ist so ein bisschen wie diese Nebeltröpfchen. Und die werden auch, genau wie die Tröpfchen, beim Reden, Husten und Niesen produziert. So, das sind das, was aus dem Mund rauskommt hier. Der nächste Punkt ist, wir berühren dann ja oft unseren Mund, unsere Nase, unsere Augen. Und da kann das Virus sein und dann fassen wir Geräte an. Im Sport sind das vor allen Dingen gemeinsam genutzte Sportgeräte, wie hier eine Hantel. Und dann kann es zur Oberflächenübertragung des SARS-CoV-2-Virus kommen. Das nennt man auch Fomit- oder Schmierinfektion. Und hier ist es nochmal zusammengefasst. Also es gibt drei Hauptwege. Der erste Weg ist Tröpfchen. Die sind über 5 Mikrometer groß. Die sind so schwer, die sinken relativ schnell zu Boden. Wenn man da den Abstand hält von 1,5 bis 2 Metern, dann geht man da auf Nummer sicher. Das Aerosol, das kann sich in Räumen ausbreiten. Wenn viele Menschen in einem Raum sind, die produzieren Aerosol. Und wenn da eine Person ist, die infiziert ist, die gibt da diese Mini- oder Mikrotröpfchen dazu, wo das Virus dann drin ist und das kann sich im ganzen Raum verbreiten. Und deswegen, je länger die Person im Raum ist, je kleiner der Raum ist und so schlechter die Lüftung, umso mehr ist die Gefahr da. Und Oberflächenübertragung, das ist gemeinsam genutzte Geräte wie Hanteln oder eine Kletterwand, dass da das Virus dann auf den Oberflächen drauf sein kann, wenn dann ein Infizierter oder eine Infizierte klettert und die nächste Person, die fasst dann einen Griff an, wo das Virus drauf ist, berührt das den Mund oder die Nase und infiziert sich dadurch. Und da wir das recht gut wissen, dass diese drei Wege die Hauptwege sind der Infektion, können wir dann natürlich auch gut solche Infektionen vermeiden, denn wir wissen, wo werden Tröpfchen produziert, wo wird Aerosol produziert und wie können wir Oberflächen desinfizieren. Gut, steigen wir mal ein mit diesen Tröpfchen in der Luft. Also ich hatte ja schon gesagt, dass die Tröpfchen über 5 Mikron sind und das Aerosol unter 5 Mikron. Also man muss sich das vorstellen, so wie so diese Nebelschwaden. Da ist ja auch diese Flüssigkeitströpfchen drin. Das ist so wie das Aerosol. Die schweben so durch die Luft. Und die Tröpfchen, das sind so kleine SARS-CoV-2-Bomben, wenn ich das mal so sagen darf. Die spuckt man aus beim Reden, beim Singen. Und die sinken dann aber relativ schnell zu Füßen. Und die verbreiten sie nicht im ganzen Raum. So, das würde dann, das kann man auch darstellen. Es gibt verschiedene Bildgebungsmethoden. Das sieht dann immer gräuselig aus. Also hier ist so eins aus dem New England Journal of Medicine, wo eine Person hustet. Das zeigt jetzt nicht das Virus, das zeigt einfach nur so, wie die Luftströme sind und wie so die Flüssigkeit dann in der Luft ist, wenn man hustet. So, dann gab es dieses Paper von Dormalen
in New England Journal of Medicine 2020, die hatten dann gesehen, also wenn man künstlich Aerosol produziert, man kann das ja, diese Nebel, man kann die ja auch mit einer Maschine produzieren, und da hatten die das Virusring reingetan, und der Titer ist ja die Konzentration des Virus. Und die hatten dann halt diese Kammer da, da schwebte das rum, und dann haben die nach verschiedenen Stunden untersucht, wie viel Virus-Titer die dann messen konnten. Das SARS-CoV-1 und das SARS-CoV-2-Virus hier dargestellt. Und was man sieht, beide Viren, die sind also nach 3 Stunden noch relativ stark nachweisbar. Also das Virus überlebt stundenlang in diesen Aerosolen. Und das ist natürlich potenziell ein Problem, wenn man im kleinen Raum singt, der schlecht belüftet ist, da das Fenster auch nicht aufmacht, dann kann sich das Aerosol anreichern, und dann können sich mehrere Menschen potenziell infizieren. Bei körperlicher Belastung kommt noch das Problem dazu, dass sich die Atmung ja auch stark ändert. Das nennt sich die Ventilation oder das Atemminutenvolumen. Und die Atmung kann von 5 Liter pro Minute oder sagen wir mal 5 bis 10 Liter pro Minute in Ruhe auf weit über 100 Liter pro Minute ansteigen. Also es gibt auch eine Studie, wenn die Menschen groß sind und sehr fit sind, wie zum Beispiel Ruderer, die können dann, wenn die richtig sich ins Zeug legen und maximal arbeiten, dann können die sogar 200 Liter pro Minute produzieren. Und das ist wahrscheinlich so eine bis zu 20-fache Erhöhung des Atemminutenvolumens. Und die Bedeutung ist, dass wenn jemand mit SARS-CoV-2 infiziert ist und präsymptomatisch ist, der macht dann also trotzdem oder die macht trotzdem maximale Belastung, dann setzen die 20 mal potenziell so viel Virus frei, weil 20 mal so viel Gas durch die Lunge durchgeht. Und selbst bei Nicht-Infizierten ist das ein Problem, denn wenn man 100 Liter pro Minute ein- und ausatmet, dann atmet man, wie gesagt, diese 100 Liter auch ein. Und das ist dann eine 10-fache oder 20-fache Erhöhung des Gasgemisches, das dann in die Lunge geht. Und wenn in der Umgebung dann das Coronavirus im Aerosol ist, dann geht da auch 10 oder 20 Mal so viel Aerosol in die Lunge. Also das ist das Problem. Und deswegen empfehlen wir hier, das Problem zu kontrollieren. Und das Problem ist vor allen Dingen ein Problem, wenn es ein schlecht belüfteter kleiner Innenraum ist. Also bestimmte Fitnessstudios, die haben dann kleine Räume, da sind viele Menschen drin, und die haben auch Probleme, das zu lüften. Also lüften kann man entweder so durch so eine Gebäudelüftungsanlage, die sollte man dann relativ hoch anstellen, oder man kann einfach dann auch nach jeder Klasse, 45 Minuten Klasse, Fenster auf, Durchzug, dann ist das Aerosol auch alles raus. Aber allgemein unsere Empfehlung, gerade wenn man kleine Innenräume hat, keine hochintensiven Belastungen. Und was meinen wir damit? Spinning, HIIT und Zumba. Und das Problem bei diesen Klassen ist auch, da wird ja oft viel geschrien. Da sagt, come on, guys and girls, ja, jetzt mal richtig. Und das Problem dabei ist, gerade wenn man redet, wenn man singt, wenn man schreit, da wird dann extra viel Aerosol und Tröpfchen produziert. Also wenn das Infektionsrisiko da ist, dann sollte man da sehr vorsichtig sein. Und dann sollte man diese Spinning-, HIIT- und Zumba-Klassen durch Pilates, durch Yoga oder durch einfach relativ ruhiges Ausdauertraining. Und je mehr man draußen machen kann, draußen ist das kein Problem, das erwähne ich hier auch schon. Also gute Lüftung ist der zweite Punkt. Das dritte Problem ist, kein Problem sind intensive Belastungen draußen mit Abstand. Also da kann ich meine Intervalle laufen, die Bergläufe, da kann ich mich anstrengen, wie ich möchte. Solange man nicht zu nah beieinander sind und sich ins Gesicht pustet, ist das kein Problem, denn draußen da ist so viel Luftvolumen, dass sich das Aerosol sehr stark verdünnt, sodass die Dosis also extrem unwahrscheinlich ist, dass die jemals hoch genug ist. Einzige Problem ist vielleicht bei Fußballspielen, wenn da so tausende von Zuschauern sind, die sich gegenseitig anschreien und anpusten. Gut, also das ist die Sache, die hochintensiven Belastungen. Die sollte ich drinnen in kleinen, schlecht belüfteten Räumen vermeiden. So, dann, dass das also nicht nur theoretisch oder real ist, das wollte ich hier zeigen. Das ist ein Report von Zhang in Emerging Infectious Diseases 2020. Und die zeigen gerade so bei diesen Zumba-Klassen, also die hatten so Fitness Dance Instructors, also Zumba-Workshop. Und diese ganzen Kästchen, das sind alles Menschen, die sich infiziert haben. Und die roten Kästchen, das sind die Fitness-Instructors, die orangenen, das sind die Fitness-Studenten, also die an den Klassen teilgenommen haben. Und dann gibt es die Familienangehörigen und weitere.
Und man sieht also, da waren dann Infizierte dabei und die haben es dann geschafft, in diesen Sumba-Klassen 112 Personen anzustecken. Also soll man jetzt alle Fitnessstudios zumachen? Nein, weil die Risiken sind ganz klar bei diesen Klassen. Erste Risiko, der Instruktor feuert an. Wenn der sagt, und jetzt nochmal, und Sumba, und Sumba, und Sumba. Jedes Mal, wenn ich rede, produziere ich Tröpfchen und Aerosol. Wie kann ich das vermeiden? Entweder nehmen die Instruktoren, wenn noch ein Infektionsrisiko da ist in der Region, dann benutzen die einfach die Gesichtsmaske oder Mund- und Nasenschutz oder alternativ ein Mikrofon, dann brauche ich nicht ganz so zu schreien und damit produziere ich auch weniger Tröpfchen und Aerosol. Das zweite ist, Zumba ist eine intensive Belastung, also man tanzt intensiv zur Musik, das ist ein Konditionstraining und dadurch atmen natürlich alle Teilnehmer mehr und wenn er in so einem Raum 20 Teilnehmer drin sind, kleiner Raum und der Instruktor ist infiziert, der feuert noch alle an und sagt jetzt nochmal richtig, dann kann man sehen, wie sich das Aerosol von dem, insbesondere von dem Instruktor, wenn die Konzentration hochgeht, wenn dann auch schlecht gelüftet wird, also kleine Räume, Aerosol geht hoch, schlechte Lüftung, Aerosol geht hoch. Und was lernen wir da draus? Ganz einfach, dass man diese Dinge ernst nehmen soll, dass man wirklich vermeiden soll, hochintensive Belastungen in kleinen Räumen, wo der Instruktor noch rumschreit, dass das ein Rezept ist für eine SARS-CoV-2-Infektion. Stattdessen, wenn man die ganze Sache draußen macht oder in gut belüfteten Räumen, die Zahl der Menschen begrenzen und dass man auch nach jeder Klasse dann 15 Minuten oder 10 Minuten Pause hat, dass man einmal richtig gut durchlüften kann und auch während der Klasse gut lüftet, dann ist das Problem um ein Vielfaches reduziert und hat man auch nicht so einen großen Ausbruch wie hier in Südkorea und man sollte dann Ausbrüche vermeiden können. Gut, dann in Bezug auf die Tröpfchen und das Aerosol gab es dann diesen Artikel Social Distancing 2.0. Das war ein Artikel von einer niederländischen und einer belgischen Gruppe und die hatten Modelle gebaut und die hatten dann einfach mal so in die Luft gesprüht und gesehen, ja, wo gehen denn diese Tröpfchen hin? Und das waren jetzt also eine große Menge Tröpfchen und was man sieht hier, so ein ganz bisschen im Blau, man sieht dann, dass da so ein paar Tröpfchen hier im Kinn enden. Ja, und man sieht dann auch hier unten, da läuft einer direkt dahinter, man sieht da auch, dass es da Tröpfchen gibt. Und die Schlussfolgerung davon, es ist noch kein publiziertes Paper, hier ist der Link. Die Schlussfolgerung von dieser ganzen Geschichte war, dass die empfohlen haben, dass man beim Gehen 4 bis 5 Meter Distanz lässt, beim Laufen 10 Meter und beim Radfahren 20. Und wenn man dann mal auf Facebook war oder Instagram, wo diese Sachen diskutiert werden, haben alle gesagt, um Gottes Willen, jetzt kann ich ja gar nicht mehr Radfahren und das ist ja ein riesen Infektionsrisiko, wenn ich joggen gehe. Auch bestimmte Zeitschriften und Webseiten haben das übernommen. Dazu meine Kritik zu diesem Paper. Also, hier wurden enorm viele Tröpfchen produziert. Also das ist ja auch ein künstliches Experiment, man sprüht da so ein bisschen rum. Es ist noch gar nicht gezeigt, dass das ungefähr die Menge ist, die man produziert, wenn man hustet, niest oder wenn man redet. Es ist wahrscheinlich deutlich mehr. Und man redet ja auch nicht ständig beim Radfahren oder hustet oder niest. Also wenn man ein bisschen mehr atmet, das, was man macht, man versucht, den Sauerstoff reinzubekommen. Und wenn man redet oder hustet oder niest, das verhindert das ja. Also das ist ja nicht so, dass man ständig wie so eine Sprühnebelmaschine rumläuft. Das Zweite ist, also wenn man nicht gerade 100 Kilometer hinter jemanden fährt, also genau im Windschatten, der dann ständig hustet und niest und schnupft und spuckt und redet, dann ist man eigentlich immer nur kurzfristig von diesen Dingen betroffen. Also das ist nicht so richtig klar. Und ob man da überhaupt genügend Dosis abbekommt beim Radfahren, gerade weil das so gut durchlüftet ist auch, ja, es ist ja sehr viel Fahrtwind, das ist alles, das sind offene Fragen. Und dann gibt es ja viele Menschen, die Radfahren, die joggen. Und wenn das wirklich ein Problem wäre, dann wäre das schon längst in den Publikationen und Social Media, dass eine Gruppe von 20 Leuten durch die Gegend gefahren ist. Die sind dann zu eng zusammengefahren und haben sich von der Gruppe 10 infiziert. Also mit meinen besten Google-Kenntnissen habe ich sowas nicht entdeckt. Weder auf Medline noch auf Google oder über Google suchen.
Also es gibt keine Evidenz dafür, dass sich Menschen in größerer Zahl beim Radfahren oder Joggen anstecken, was zu vermuten wäre, wenn das, was in diesem sogenannten White Paper vorgeschlagen wurde, dass das wirklich ein großes Problem ist. Und dann gibt es noch einen chinesischen Preprint, also das ist so keine richtige Publikation, das hat man einfach ins Internet gestellt, die Leute können sich darüber unterhalten. Und die fanden, dass von 318 Ausbrüchen von SARS-CoV-2 in China, allerdings im Winter, dass 317 in Innenräumen stattgefunden haben. Gut, da ist natürlich der eine Faktor, dass es im Winter war, da waren die Menschen nicht so viel draußen, aber trotzdem, das zeigt, fast jeder Ausbruch war draußen und der eine, der drin in Innenräumen. Und der eine Ausbruch, der drin passiert ist, der draußen passiert ist, jetzt habe ich es zweimal verwechselt, der draußen passiert ist, das war, wo Menschen miteinander geredet haben. Und wir wissen, wenn wir miteinander reden, wenn wir singen, dass wir da diese Tröpfchen und Aerosol produzieren, was dann zur Übertragung führen kann. Also, das Fazit von dieser ganzen Geschichte, nach allem der relativ schlechten Evidenz, die wir haben, ist es nicht so, wahrscheinlich nicht so, dass man diese enormen Abstände einhalten muss, wenn man jetzt geht, läuft oder Rad fährt. Denn sonst würden wir viel mehr Infektionen haben von Menschen, die sagen, ja, ich bin 20 Kilometer hinter einer Person gefahren und die hat mich dann infiziert. Also da habe ich noch nichts im Internet gesehen. Und solange wir keine bessere Evidenz haben mehr plausible Daten, wo wirklich dann auch berechnet wird, okay, wie viel wird denn überhaupt produziert an diesen Tröpfchen, wenn wir husten oder niesen oder reden auf dem Fahrrad? Und wie viel kommt dann da wirklich an? Und ist das wirklich eine Dosis, die ausreicht, um Covid-19 auszulösen? Also solange würde ich sagen, das ist wahrscheinlich übertrieben, diese Dinge. Also wir sollten aufpassen, ja, wenn Infektionsrisiko da ist in einer bestimmten Region. Aber man muss die Kirche auch im Dorf lassen. Und es gibt wenig Evidenz dafür, dass Übertragungen draußen ein Problem sind. Draußen ist wahrscheinlich der sicherste Ort für den Sport. Ganz einfach, weil wir da das Aerosol, das verdünnt sich so und die Tröpfchen, denn das UV-Licht, das dauert zwar ein bisschen, aber das vernichtet das Virus auch. Gut, im Sport, wir haben uns stark auf Fitnessstudios spezialisiert. Da benutzt man ja auch gemeinsame Geräte. Also ich kletter an der Kletterwand, da werden die Griffe gemeinsam genutzt. Dann gehe ich auch gerne ins Fitnessstudio, denn ich bin ja auch schon über 50. Und wenn man so ein Alter erreicht, dann ist es auch wichtig, dass man seine Muskelmasse und Muskelkraft aufrechterhält. Und da ist es natürlich, gibt es keinen besseren Ort als das Fitnessstudio, wo man den ganzen Hanteln hat oder eine gute Reha-Klasse im Kuratorium. Und das Problem ist natürlich, die werden gemeinschaftlich genutzt und da ist dann das Coronavirus drauf. So, wie lange hält sich das Coronavirus auf diesen Oberflächen? Hier ist für Stahl gezeigt. Das ist, wie gesagt, das SARS-CoV-1 und das SARS-CoV-2 Coronavirus und die verhalten sich ähnlich, deswegen mache ich da keine Unterscheidung. Und man sieht, selbst nach 24 Stunden kann man dann noch Coronavirus nachweisen. Gut, das ist natürlich um Gottes Willen, jetzt ist das Virus da so lange auf diesen Oberflächen. Wie groß ist das Problem? Also es ist schon auf den Oberflächen und wenn man die dann berührt, wo ein Virus drauf ist, dann ist die Hand potenziell, da ist das Virus dann auf der Hand. Natürlich in einer viel geringeren Konzentration. Und wenn man sich dann die Schleimhäute anfasst, also den Mund oder die Nase insbesondere, vielleicht auch das Auge, dann kann man sich infizieren. Nur diesen Weg von auf der Hantel, auf die Hand, an den Mund und die Nase, den Weg, den kann man an mehreren Stellen unterbrechen. So, der erste Punkt, wo man das machen kann, das ist auf der Hantel selber. Wir hatten ja auch ein Gutachten geschrieben für Fitnessstudios und haben da empfohlen, dass man so diese Desinfektionstücher nimmt. Und funktioniert das denn? Also hier haben die das überprüft in Lancet Microbe in 2020, eine chinesische Gruppe. Die haben alle möglichen Desinfektionsmittel genommen, von Alkohol bis zu Chlorhexidin und so weiter. Also die ganz üblichen Mittel. Und die haben dann gesehen, wie viele Virus-Titer haben wir überhaupt noch nach 5 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten. Und bis auf die Seife, wo noch ein ganz bisschen nachgewiesen wurde nach 5 Minuten, steht da überall ein U und das U steht für undetectable. Also das heißt, das Gute in Anführungsstrichen an dem Virus ist, wir können super gut infizieren.
Das heißt, Infektionsmittel nehmen, vielleicht auf so ein Papier rauf, einmal abwischen, einwirken lassen, eine Minute oder so. Und dann sollte eigentlich das Virus fast alles abgetötet sein. Und wenn wir es dann anfassen, dann sollte das relativ sicher sein. So, hier zeige ich das nochmal. Entschuldigung, dass das hier so ein bisschen komisch aussieht. Ich wollte nur die Attackierpunkte für das Virus zeigen, also wo das Virus in den Körper gelangt. Also die sind hier oben, das ist der Mund, das ist die Nase, das sind die Augen. So, und wenn wir jetzt gemeinschaftlich genutzte Sportgeräte nutzen, das hatte ich ja schon gesagt, dann kann man diese Übertragung von der Hantel auf die Hand und von der Hand an den Mund an verschiedenen Stellen unterbrechen. Das Erste ist, ich kann die Hantel dann mit Desinfektionsmittel abwischen. Und ich hatte ja gezeigt, das funktioniert super. Ja, also dieses Coronavirus lässt sich relativ schnell vernichten. Also einfacher als viele andere Viren. Und das ist Gott sei Dank mal eine gute Nachricht in Bezug auf das SARS-CoV-2-Coronavirus. Dann ist das in viel geringerer Konzentration auf der Hand. Und da hilft Seife. Denn wenn ich mir 20 bis 30 Sekunden die Hände wasche, insbesondere auch zwischen den Fingern, Vorderseite, Rückseite, richtig schön sorgfältig, dann ist dann nichts mehr auf der Hand drauf. Also da würde ich nichts erwarten. Das hat zwei Vorteile. Wenn ich infiziert bin, ich packe eine Hantel an, wenn ich mir die Hände gewaschen habe, dann ist nichts auf der Hand drauf, nichts auf der Hantel. Wenn was auf der Hantel drauf ist, ich bin nicht infiziert, dann kommt vielleicht was an die Hände. Da ist es kein Problem. Mit Seife ist es runter von den Händen. So, der nächste Schritt ist dann noch, dann muss ich noch mit der Hand den Mund, die Nase oder die Augen berühren, damit es dann überhaupt in den Körper gelangen kann. Und da kann ich noch einen Extraschutz vornehmen. Gut, jetzt habe ich mir die Hände gewaschen, war aber ein bisschen schluderig. Wenn ich jetzt aber noch einen Mund-Nase-Schutz habe oder eine Gesichtsmaske, dann habe ich ja die Nase abgedeckt und den Mund abgedeckt. Und dann brauche ich nicht dran zu denken, dass ich mir nicht an den Mund fasse oder die Nase fasse, weil da ist jetzt auf einmal zwei Lagen Baumwolle bei so einer Community-Maske vor. Und das ist auch ein extra Grund, dass vielleicht, wenn ich Gruppen besonders schützen muss, wie zum Beispiel so eine Reha-Gruppe, bums, dann kommt einfach während der Reha-Klasse diese Maske drauf. Und dann habe ich nochmal diesen Extraschutz von der Infektion über die Atemwege. Ja, dass das Virus von der Hand an die Hand und dann zum Beispiel in die Atemwege kommt. Gut, und das ist dann hier zusammengefasst. So, wie soll man das jetzt insgesamt angehen? Okay, ich bin jetzt ein Übungsleiter im Kuratorium oder eine Übungsleiterin und okay, ich habe jetzt eine bestimmte Klasse, eine bestimmte Gruppe und es gibt noch ein paar Fälle von Covid-19 in München und ein paar Neuinfektionen. Und selbst wenn das Risiko gering ist, also dass vielleicht nur jeder Zehntausendste in München infiziert ist, dann möchte ich natürlich trotzdem meine Gruppe schützen, denn im Reha-Sport ist das oft so, dass ich mit Menschen arbeite, wo ich ein recht hohes Risiko habe. Das ist vielleicht ein bisschen Panikmache, wenn ich sage, so bei diesen extremen Gruppen, also die wirklich dann auch relativ alt sind, über 70, die dann auch ja, Diabetes haben und Herzkrankheit, also da könnte schon sein, dass das Risiko ist, dass ein 10% Todesrisiko ist. Und da möchte ich natürlich mit allen Mitteln vermeiden, dass die sich infizieren. So, und wie mache ich diese ganze, wie gehe ich das jetzt an, dass ich das Risiko einschätze und dass ich dann Schutzmaßnahmen auswähle? Also das Erste, was ich machen würde, wenn ich meine Gruppe habe, ich würde mich jede Woche, vielleicht auch täglich, wenn ich das wirklich ständig mache, einfach rauf, Robert Koch Institut Dashboard und da kann man sich die Landkreisdaten angucken. Und wenn der Landkreis rot ist, dann würde ich wirklich sagen, hey, Vorsicht, mit Studierenden kann ich vielleicht noch was machen. Also wenn der Landkreis rot ist, das heißt, da gibt es einen Ausbruch. Also da kann ich vielleicht mit Studierenden, wenn die Zahlen dann nicht also wirklich noch moderat sind, dann kann ich vielleicht mit Studierenden noch eine Klasse machen. Es gibt ja dann oft auch Informationen von der Stadt oder so, die sagen, ja, die Infektionen sind angestiegen, aber wir machen noch keine Maßnahmen, dann kann man eigentlich noch eine Klasse machen. Beim Reha-Sport sieht es schon anders aus, da könnte man sagen, okay, das Risiko ist mir zu hoch, gerade auch, weil die Konsequenz einer Infektion viel größer ist. Okay, so, dann sehe ich also, was ist das Risiko? Ja, und wenn das so langsam in Orange geht, dann höre ich mir auch an, was die Stadt München dazu sagt, zu Covid-19. Also dann informiere ich mich deutlich mehr.
Und Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Also da bin ich dann eher defensiv und entscheide dann und gehe auf Nummer Vorsicht, insbesondere mit den Reha-Gruppen. So, dann gibt es noch beim Robert Koch den aktuellen Lage- und Situationsbericht. Der liest sich super und die Links zu denen sind hier. Und wenn ihr euch die durchgelesen habt, ich denke, dann seid ihr ganz gut informiert. Was ist das Risiko, oder effektiv gesagt, was ist das Risiko, dass jemand, der infiziert ist, bei euch in der Reha-Klasse oder im Sport mit den Studierenden überhaupt auftaucht? Und es wird zwar nicht gesagt, das ist einer in 10.000, aber man sieht an der Zahl der Neuinfektionen, man kriegt eigentlich eine ganz gute Idee, was die Situation ist. So, der zweite Punkt ist, wenn ich mich informiert habe, was ist die Lage, wie sicher ist allgemein, dass ich irgendwas mache, wir fahren ja auch mit der U-Bahn und machen ja diese Dinge. Der zweite Punkt ist dann, dass ich mir angucke, wie groß ist das Risiko, dass Teilnehmer, die sich in meiner Gruppe trotz all der Schutzmaßnahmen anstecken, dass die einen schweren Verlauf von Covid-19 haben? Und diese Daten hatte ich ja im ersten Video gezeigt. Also das waren die Daten, die angegeben haben, wie viele von denen, die tatsächlich infiziert sind, an Covid-19 sterben. Und die Schlussfolgerung davon ist, wenn ich gesündere Studierende habe, dann ist das Risiko sehr gering, dass die wirklich auf die Intensivstation müssen oder sterben. Und da ist der Standardschutz wichtig, dass ich das mache, was gefordert wird. Aber da brauche ich nicht versuchen, extra Maßnahmen. Und man muss das ja auch immer im gesamten Kontext sehen. Also die Studierenden werden dann vielleicht mit der U-Bahn bei mir fahren und es bringt nichts, wenn ich versuche, 10 Meter Abstand zu halten bei meiner 45 Minuten Sportklasse, wenn die Studierenden dann mit der U-Bahn 1 Meter voneinander dann im Biergarten fahren und da zusammen Bier trinken und zusammen singen. Ja, also es muss alles proportional sein. Anders ist es in der Reha-Gruppe, da ist das Risiko hoch. Ich kann aber diese Risiken recht gut kontrollieren. Aber ich muss meine Reha-Gruppe natürlich informieren, wie das abläuft. Denn man hat ja seine alten Muster und man muss auch sehen, dass die Reha-Gruppe dann auch, wenn die ankommen, dass sie weit genug auseinanderstehen, wenn die dann ihren Sport machen. Hier ist das Risiko hoch, dass die einen schweren Verlauf haben. Es ist natürlich nicht Ebola, aber wenn ich wirklich Menschen habe über 70 Jahre, die mehrere Erkrankungen haben, dann ist das Risiko schon recht hoch, dass da ein schwerer Ausgang ist, wenn die sich infizieren und das heißt maximale Schutzmaßnahmen, also mehr als gefordert ist, oder Sport absagen, wenn dann zusätzlich noch das generelle Infektionsrisiko ist. Wir haben ja gehört, aus Göttingen, Reda-Wiedenbrück in Leer, dass es da Ausbrüche gab. Und wenn so ein Ausbruch hier in München passieren sollte, dann würde ich bei einer Reha-Gruppe den Sport absagen. So, was sind die speziellen Risiken bei meiner Sportgruppe? Das würde ich dann sagen. Ja, beim Klettern sind die Risiken anders, als wenn ich Schwimmen mache. Und da geht es immer in die Richtung, ich gucke mir an, okay, was sind diese drei Übertragungswege, Tröpfchen, Aerosol und Oberflächenübertragung. Das sind die Standardrisiken. Und dann kann ich mir überlegen, was ist der Schutz? Also wenn Tröpfchen ein potenzielles Problem sind, dann einfach Distanz halten, weil Tröpfchen gehen zu Boden. Mund-Nasenschutz aufsetzen, weil dann produziere ich keine Tröpfchen, dann schütze ich insbesondere die anderen, ein bisschen wahrscheinlich mich selbst und Vorsicht beim Husten, Niesen und Reden. Also da kann ich mich vor Tröpfcheninfektionen schützen und andere auch und die Mitglieder meiner Klasse. Aerosol ist es anders, das ist vor allen Dingen in Innenräumen ein Problem und der Schutz vor Aerosolinfektionen ist einfach draußen Sport zu machen und das empfehlen wir ja auch für die Reha-Gruppen. Zu einer Zeit, wo es ein größeres Infektionsrisiko gibt. Gute Lüftung. Draußen ist die beste Lüftung. Keine hochintensiven Belastungen. Das gilt allerdings nur für Innenräume. Draußen kann man ohne Probleme hochintensive Belastungen machen, solange man genügend Abstand hält. Und da sollten es nicht nur 1,5 Meter sein, sondern mehr Meter. So, und der dritte Punkt ist die Oberflächenübertragung. Und da habe ich an mehreren Stellen die Chance, die Übertragung zu vermeiden. Und das ist einmal, dass ich die Sportgeräte desinfiziere. Also wenn jemand einen Satz mit einer Hantel gemacht hat,
dann einfach die Hantel abwischen. Ich kann die Stunde auch so organisieren, dass die Leute gar nicht so viel Hanteln gemeinsam benutzen, dass jeder seine Hantel kriegt, mit der trainiert und am Ende wird die desinfiziert. Hände sorgfältig waschen, nicht Mund, Nase, Augen berühren. Und das kann man erreichen auch, indem man Mund-Nasen-Schutz aufsetzt. Und dann sollte man noch gucken, es gibt ja Vorgaben von der Bayerischen Landesregierung, der TUM und vom Kuratorium, und dass man alles diese Dinge einhält. Also was ich vorschlagen würde, für jede Gruppe, die halt zum Beispiel im Kuratorium Reha-Sport macht, sollte die Übungsleiterin oder der Übungsleiter einfach mal ein Hygienekonzept vorlegen, ein Hygienekonzept sagen, okay, jeden Tag gucke ich mir an, was die Situation ist. Ich bewerte, was das Risiko ist für meine Gruppe, wenn die sich tatsächlich infizieren. Und dann sage ich, okay, was ist bei mir, bei dem Sport, den ich spezifisch mache, das Tröpfchen, Aerosol und Oberflächenrisiko. Und dann sage ich, wie ich diese Risiken vermeide. Und je mehr gefährdet meine Gruppe ist, je höher das Risiko ist, umso mehr mache ich extra einen Schutz. Ja? Also mit Studierenden, wenn ich einer von 10.000 Menschen in München infiziert ist, dann mache ich den Standardschutz. Und wenn ich eine Gruppe habe, wo ich 75-jährige Diabetiker habe, die gleichzeitig noch einen Herzinfarkt hatten, dann mache ich das Maximale, was im Schutz notwendig ist, ja, weil das Risiko einfach zu groß ist. Gut, damit habe ich jetzt meine Frage beantwortet, hoffentlich. Was sind die SARS-CoV-2-Infektionsrisiken beim Sport und wie können diese Risiken minimiert werden? Und die Antwort ist, SARS-CoV-2 wird übertragen durch Tröpfchen, durch Aerosol, durch Oberflächen oder über Oberflächen. Der Schutz vor Tröpfchen ist einfach Distanz wahren, dieses Social Distancing, Mund-Nasen-Schutz, Vorsicht beim Husten, Niesen und Reden, also diese Hygieneregeln einhalten. Dann habe ich mich vor Tröpfchen gut gefeit, weil die fallen einem vor die Füße und da braucht man, da spielt die Lüftung gar nicht so eine Rolle. Das Aerosol ist anders, das sind diese Nebelschwaden sozusagen, die da aus dem Mund auch rauskommen. Und der Schutz davor ist, draußen Sport zu machen, da verdünnen die sich total. Eine gute Lüftung von Innenräumen, wenn ich es innen drin mache und keine hochintensiven Belastungen, weil da puste ich, da werde ich zur Virenschleuder, wenn ich infiziert bin oder wenn ich nicht infiziert bin, dann nehme ich viel mehr Luft in mich auf und dann erhöht sich das Risiko einer Infektion, wenn der Virus im Raum ist. Und die Oberflächenübertragung, die geht von gemeinschaftlich genutzten Sportgeräten über die Hände zum Mund, zur Nase, zu den Augen. Das sind die Eintrittspunkte für das Virus in den Körper. Und da kann ich einfach die Sportgeräte desinfizieren, die Hände waschen und Mund-Nasenschutz benutzen. So, hier ist das nochmal zusammengefasst, wie ich denn so eine Risikobewertung und ein Hygienekonzept für meine Sportgruppe mache. Erstmal, bevor ich anfange, gucke ich mir die Lage und die Situation an. Solange es in München hier keinen Ausbruch gibt, kann ich dann sagen, okay, die Lage, wenn sie so ist wie jetzt Mitte Juni 2020, es sind nur sehr wenige, die infiziert sind und die Chance, dass sie überhaupt in der Gruppe erscheinen, ist gering. Dann sollte ich versuchen zu bewerten, was ist das Risiko für meine Gruppe? Also sollte jetzt trotz aller Maßnahmen, die ich ergreife, sich eine Person in meiner Gruppe infizieren, was ist das Risiko für diese Person? Da sollte ich dann einfach gucken, was das ist. Und je älter man ist, je mehr Erkrankungen man hat, umso größer das Risiko. Das steigt dann wirklich exponentiell an. Das ist minimal bei Studierenden. Und das Risiko, dass man wirklich Probleme bekommt, ist sehr hoch bei Älteren mit Erkrankungen. Und deswegen muss ich beim Reha-Sport diesen Extraschutz garantieren. Und dann, wenn man das Ganze plant, dann sollte man auch die Kirche im Dorf lassen, denn alles sollte in Proportion zu anderen Infektionsrisiken sein. Also wenn ich 10 Meter Abstand bei 45 Minuten Sport draußen fordere, dann macht das keinen Sinn, wenn die Teilnehmer dann 60 Minuten lang mit 1 Meter Abstand im Bus und in der U-Bahn dann diesen Abstand nur haben und dabei reden, weil da ist das Risiko dann riesenhoch. Wenn jemand infiziert ist, dass sie sich infizieren und beim Sport, da versuche ich dann auf so ein fast schon Null-Risiko runterzubringen und da stimmt die Proportion dann nicht mehr. Ja, weil das ist ja auch gar nicht gefordert, 10 Meter Abstand. Also man soll da sich wirklich genau angucken, wie groß das Risiko für die Gruppe ist und ich denke, wenn man das alles verfolgt,
dann kann man so sicher wie erforderlich Sport machen. Man kann nicht zu 100% Infektionen ausschließen, aber man kann sie extrem unwahrscheinlich machen. Und es gibt so viele andere Situationen, wo man sich potenziell infizieren kann. Es sollte nur wichtig sichergestellt sein, dass es höchst unwahrscheinlich ist, dass man sich im Reha-Sport, im Kuratorium oder an der TUM infiziert.